Moin Moin und damit herzlich willkommen zurück bei Survival Chaos. Und wir spielen Void Elfen. Die sagt mir persönlich ja überhaupt noch nichts, die Klasse. Beziehungsweise die Rasse. So, wir gucken mal. Hier haben wir Melee Unit Replacement. Das ist Ranged Unit Replacement. Das sind Hero Items, Open Void Portal. Oh, die Void Portals haben wir hier also auch. Die werde ich mal, denke ich mal, nicht nehmen. Das ist Level 3 Replacement. Das ist Level 4 Replacement. Das ist Level 2 Replacement. Ja, ich das Mid-Game-Push. Okay, dann gehen wir auf das Level 2 Replacement und somit auf den Mid-Game-Push. Problem ist halt, dass ich bei denen absolut nicht weiß, ob es eine Early-Game-Rasse ist, eine Mid-Game-Rasse, eine Late-Game-Rasse. Gegen welches gut und gegen welches schlecht ist, weil ich die, wie gesagt, noch gar nicht kenne. Noch nie selber gespielt habe. Aber da wir aufs Level 2 Replacement jetzt gehen, schätze ich mal, in der Mitte auf Level 2 zu gehen, so schnell wie möglich, ist eine gute Idee. Und dann würde ich direkt hier die Basic Steel Weapon Upgrades machen. Ist das sowas wie Blutelfen hier? Oder sind das, sollen das sogar die Blutelfen sein? Sowas ähnliches wie die Blutelfen. Also es sieht zumindest erstmal, es sieht sehr stark nach Blutelfen aus. Wir werden auch im Early Game von Goblin gepusht. Das heißt, das ist auch mindestens genauso schlecht im Early Game ist wie die Blutelfen auch. Okay, was kann denn unser Mage-Spell Level 1? Eine Unit, 25% Chance to miss. Ja, okay, gut. Gibt cooleres, gibt auch schlimmeres. Aber wie gesagt, Tier 2 so schnell wie möglich in der Mitte, würde ich sagen, und dann mit Upgrades hinterher. Ich muss hier direkt mal verteidigen. Das Timing ist sehr, sehr gut. So, und dann gucken wir mal wegen Goldminen. Hier haben wir schon mal keine. Hier haben wir auch schon mal keine. Okay, das heißt, wir haben Pech. Das bedeutet aber auch, dass gegen uns wahrscheinlich niemand so schnell upgraden wird. Das ist auch was Gutes. Oh, die Upgrades sind aber teuer, ne? 250? Hier steht nichts von, dass die Upgrades teurer sind als normal tatsächlich. Hätte ich jetzt schon gedacht. Alter, der pusht mich ja ganz schön hart hier. So, hier haben wir unseren Dragling Rider. War das überhaupt? Ja, genau. Dragling Rider, ganz genau. Den wir so schnell wie möglich, so gut wie möglich upgraden sollten. Okay, Goblin Counter pushen wir auch so schon tatsächlich. Da ist gar nicht in unsere Base gekommen. Oh. Dass Snarky Goblin aber auch wirklich Goblin gekriegt hat, ist ja auch was ganz Lustiges. Das hat man, glaube ich, auch selten. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? So hat das Neutral Building hat er nicht bei mir gecaptured, richtig? Richtig. Ein Armor Upgrade mache ich auch gleich. Gut, es sieht erstmal ganz gut aus hier in der Mitte. Rage Totem Skirmisher, das heißt, wir haben Taurin gegenüber. Die Rasse hier unten kann ich nicht zuordnen. Was ist das? Also, das ist Goblin und in der Mitte ist Taurin, aber den hier kenne ich nicht. Kann ich gerade nicht sagen. Aber wenn die sich die Rasse hier so ähnlich wie die Blutelfen spielt, dann würde ich sagen, die beiden Income-Upgrades zu machen, so früh wie möglich, ist keine schlechte Idee. Ich mache mal noch ein Attack-Damage-Upgrade, dass wir drei Attack-Damage-Upgrades haben. Und dann gehe ich mal auf die Income-Upgrades. Ach, er ist hier Level 2 gegangen. Jetzt ist er hier Level 2 gegangen. Aber auf der Seite ist er auch Level 2. Gut, Planänderung. Bevor ich die Income-Upgrades machen kann, gehe ich hier oben auch Level 2. ...1-0 steht er. Ah, mit dem Spawn werden wir es nicht kriegen. Ich hoffe aber, mit dem danach kriegen wir es dann doch. Wäre mal ganz schön. Blaster ist aber die ganz normale Level 2 Einheit. Er hat nicht die Scrapbots genommen als Bonus. Ist die Frage, gradet er jetzt auch schon Level 2 gegen mich ab? Sieht erstmal noch nicht danach aus. Ich hoffe, es bleibt auch so. G
GPM ist sehr ausgeglichen, wobei ich noch Platz 2 bin. Wegen der Mitte hier, wegen der Mid-Dominance wahrscheinlich. Aber da ist das nur der Score. Steht denn hier GPM? Nee, das ist nur der Score. Das hat mit GPM wohl nicht alles zu tun. Na, ich krieg's in dem Spawn sowieso nicht mehr, schade. So, hier Level 2. Und jetzt würde ich die Einkommen-Upgrades aber machen. Das ist mit Sicherheit keine allzu schlechte Idee. Und dann vielleicht Level 2 auf der Base und Held in die Mitte schicken, so früh wie es nur möglich ist. Das ist nie eine schlechte Idee. Ja, und die Rasse kenne ich tatsächlich wirklich überhaupt nicht. Dann sind die Upgrades hier mit Sicherheit wirklich nur für die Base Defense. So, gut. Können wir die jetzt machen? Weil auf Dauer gesehen bringt einem das Einkommen auch wirklich GPM. Ja, wenn man die macht. Je früher, desto besser. Aber ich würde sagen, jetzt lohnt. Bei Minute 6 lohnt sich das noch. Er gradet auch nach wie vor nicht weiter, aber er steht 1. Ein Magic Upgrade hat er. 2 Armor Upgrades, ansonsten keine Ranged Upgrades. Und auch keine Melee Upgrades. Dann würde ich danach noch das Armor-Upgrade machen und dann gehe ich auf der Base, hier 2. Hier weiß ich halt auch nicht, ob das eine Replacement-Unit ist oder nicht. Er kann mich nicht counterpushen, weil seine Türme auch vor allem nicht rankommen. Das ist erstmal gut. Jetzt kriegen wir das Building hier noch. 6% Attack Rate für die Einheiten. Das ist auch erstmal nicht schlecht. Der Counter pusht uns aber auch einfach nicht, ne? Wir bleiben die ganze Zeit über in seiner Base. Das finde ich ja lustig. Obwohl er eigentlich uns am Anfang ganz schön hart gepusht hat. Habe ich eigentlich damit gerechnet, dass der noch relativ schnell wieder zurückkommen wird. Wow, okay. Jetzt ist hier aber Tauren, hat hier aber die totale Dominanz, obwohl er noch kein einziges Attack Damage Upgrade gemacht hat. Aber okay, gut. Mit dem Helm können wir uns das wieder zurückholen. Das ist nicht das Problem. Wir kriegen die Blaster aber gut down. Er hat auch die beiden Income-Upgrades gemacht, aber noch keinen Upgrade für die Tower. Aber wir machen da trotzdem unsere Kills. Obwohl wir nicht mehr die totale Dominanz haben, sind wir aber immer noch relativ gut mit dabei. Wie gesagt, mit dem Helden müsste es dann eigentlich noch besser werden. Muss ich mal gucken, was der Nuker-Held hier überhaupt ist. Er counterpusht uns endlich, nice. Er ist Level 3 in der Mitte, oder was? Nee, Quatsch. Ja, doch, Level 3. Das ist doch die Air-Unit. Okay, er will wohl wirklich in der Mitte unbedingt was reißen. Minus 20% Unit Movement Speed. Minus 10% Unit Attack Rate. Minus 15% Unit Attack. Das sind alles also für die gegnerischen Einheiten, ja? Dann macht das ja doch am meisten Sinn, oder? Nämlich die.
würde ich sagen, machen wir die Income-Upgrades hier gleich weiter. Wir counter-pushen Goblins. Er ist auch Tier 3 in der Mitte. Okay, Tauren. Okay, dann muss ich jetzt aber auch Tier 3 in die Mitte gehen. Dann muss ich das definitiv auch machen, weil sonst pusht er ja zu mir durch. So, Held. Die könnte ich beide theoretisch nehmen, ne? Welcher von denen ist besser? Kann ich gerade nicht wirklich einschätzen. Ich würde den Void Rager mal versuchen. Jetzt gerade wäre geil, weil jetzt würde der schön hinten stehen bleiben. Aber ich habe das Gold jetzt leider noch nicht. Hätte ich vielleicht das Income Upgrade danach machen sollen. Mit der nächsten Welle schicke ich ihn. Jetzt schicke ich ihn nicht so, weil er sonst überrannt wird. Mit der nächsten Welle schicke ich ihn. Nein! Nicht nach unten gehen, du Vollidiot! Nein! Das wollte ich nicht. Fuck, nein. Das ist schlecht. Das ist wirklich schlecht. Jetzt geht er nach unten, der Wichser. Och nö. Kannst du bitte wieder auf deine Lane zurückkehren, wenn hier nach keiner mehr kommt? Nein, er geht wirklich nach unten. Das kann doch einfach nicht wahr sein. Jetzt bin ich ja Level 1 auf der Lane und hab einen Helm. Was ist das? Ja, da muss ich Tier 2 wahrscheinlich auch auf der Lane gleich gehen. Weil der wird definitiv Level 2 gehen. Ey, das ist aber kacke. Ich meine, gut, ich kriege jetzt die Neutrals hier. Aber in der Mitte kann ich so viel besser leveln als auf der Lane. Ich meine, mehr als Level 3 oder 4 wird für mich da nicht bei rausspringen. Das lohnt sich absolut nicht für mich. Ich hätte den viel lieber in der Mitte gehabt. Aber gut, da kann man jetzt wohl nichts mehr gegen machen. Hier 2 gegangen. Ja, jetzt habe ich hier aber wirklich den Streit angefangen. Muss man mal ganz klar so sagen. Das wollte ich eigentlich noch nicht. Aber ich werde hier auch mit Tier 2 eine Zeit lang wahrscheinlich ausgehalten kriegen, so, solange ich nicht direkt in der Base stehe zumindest. Dann ist das Beste, was ich machen kann, jetzt auch Tier 2 zu gehen und versuchen, die Neutrals noch ein bisschen zu halten. Für das Passive Gold. Er pusht immer nur relativ langsam und mit relativ wenig Einheiten, das ist ganz gut. Aber Goblin darf man halt nicht unterschätzen, ne? Im Late Game wird Goblin halt richtig stark. Jetzt momentan ist er halt noch nicht so krass. Das wird sich aber noch ändern. Er hat auf jeden Fall einen Hero in der Mitte. Ja, den hätte ich richtig schön countern können jetzt. Den hätte ich mit Sicherheit auch kriegen können. Da hätte ich vielleicht warten sollen, bis hier unten wirklich keine einzige Einheit mehr ist. Das war unlucky. Hier kann ich einen Level 1 Ball ohne Probleme benutzen. Ach ja, habe ich hier Bonus-Unit? Ja, habe ich. Diese bitte sofort. Dann haben wir hier noch Bouncing Projectiles. Nice. So, die Bonus-Unit holen wir uns auch. Er wird nach wie vor wahrscheinlich nicht so wirklich in der Lage sein, meinen Helden down zu kriegen. Okay, er hat aber auch den Helden lieber in die Mitte geschickt, als ihn mir entgegenzuschicken. Das wundert mich dann doch wieder ein bisschen. Ich hatte damit gerechnet, dass ich auf meiner Lane jetzt auch gegen den Helden fighten muss. Die Frage ist, ob sich jetzt ein Held in der Mitte tatsächlich lohnen würde oder nicht. Wahrscheinlich sogar eher schon, oder? Boah, was ist das denn? Krass. Na, Level 5. Wenn ich bis Level 7 oder 8 komme, dann hat es sich vielleicht doch gelohnt noch. Ja, die fighten da unten halt so ein bisschen. Ich könnte versuchen, jetzt auch da so ein bisschen reinzugehen mit... Ich meine, ich habe ja den hier noch, der ist ja auch ranged. Ich glaube, ich mache das sogar tatsächlich. Das sieht nämlich momentan nicht danach aus, jetzt bräuchte ich welche zum Verteidigen. Dann kann ich die ein bisschen offensiver reinschicken.
Goblin führt. Vom Gold her. Aber um noch nicht gefährlich viel. Ich schätze mal wegen dem Helden in der Mitte. Wird das sein. Das könnte jetzt mein Platz sein. Oder hätte mein Platz sein können. Boah, Tauren. Tauren will es aber auch wirklich wissen. Ah, von den ganzen Low-Units kann ich mir halt auch die Level geil holen, ne? Goblin, okay. Goblin will es richtig wissen. Pusht mich weiterhin. Da will ich jetzt eigentlich nicht noch einen Level 1-Spell benutzen. Mit der nächsten Wave werde ich da einen Hero hinschicken. Okay, jetzt hat er mir auch einen Hero entgegengeschickt, okay. Was ist das hier? Shadowstalk. Reduce Enemy Armor. I tell you more. So, jetzt bitte aber nicht nach oben. Gott, MMA, das wär's jetzt noch gewesen, du. Okay, 6-3. Ich muss ein bisschen auf Unit Upgrades gehen, sonst kann ich Goblin, sonst wird mich Goblin dauerhaft pushen, das ist ein bisschen unangenehm. Wow, hat lange durchgehalten. Wäre schön, wenn er ein Level mal upgraden könnte jetzt. Wenn er halt ein Level absteigen würde. Der sieht ja gar nicht mal so gut aus, tatsächlich. Okay. Jetzt kann er so eine Welle machen. Was haben wir denn hier noch so? Oh! Der ganz normale Ranger kann die Illusion createn? Das wird gegönnt. Mana Burn haben wir hier. Das ist dann... Oh! Das ist sowas wie Blood for Blood, oder was? Das sieht auch sehr geil aus. Das sieht sehr, sehr stark aus. Das will ich auch haben. So, jetzt bin ich auch 6-3, er ist jetzt 6-4. Ich müsste ihn doch jetzt mal langsam, aber sicher müsste ich ihn jetzt mal wieder zurückpushen hier. Ich muss auch bereit sein, hier unten gleich abzuwehren. Das müsste mit einem Level 1-Spell aber machbar sein. So. Ah. So, Konzentration gerade hinsetzen. Der Held ist in der beschissensten Position, die es überhaupt geben kann. Voidwalker. Achso, den hat er beschworen. Das ist von meinem Helden. Ach, der geht direkt auf meine Türme. Das juckt ihn gar nicht. Was zum Teufel? Hallo? Der zieht, der greift einfach meine Einheit. Den jucken meine Einheiten wirklich überhaupt nicht. Da geht er wirklich nur. Okay, ja. Jetzt scheinbar nicht mehr. Machen Level 2 Spell. Das wurde mir ein bisschen zu viel hier gerade. Und ich kann Goblin auch nicht zurückpushen. Wie sieht's mit Mitte aus? Soll ich auch Tier 3 jetzt gehen? Wenn ich da irgendwie noch eine Chance haben will, irgendwas dann Wörtchen mitzusprechen und irgendwie Gold noch abholen will, dann muss ich da jetzt mindestens Level 3 sein. Des Weiteren mache ich jetzt mal noch ein Armor-Upgrade.
Ja, ich bin der schlechteste momentan vom TPM her. Habe ich mir fast schon gedacht, weil das mit den Helden lief alles nicht so gut. Insufficient gold. Der Void Drake. Da müsste ich die ab. Na, ich mache ein paar von den Upgrades jetzt. Wird mir auch bei der Base Defense helfen, also warum nicht? Die sind günstig und gehen relativ schnell, mache ich ein paar von denen auch. Und dann werde ich langsam gucken, ob ich Level 3 auf allen Lanes gehe. Guck mal, die gehen bei mir auch vor allem sofort auf die Türme und Baracken. Aber bei ihm greifen sie schön brav die Einheiten an, die davor stehen. Finde ich ja immer wieder lustig, wie das mit der Aggro da geregelt ist. Jetzt kriegt die Baracke ordentlich aufs Maul. Er schickt einen Level 13 Helden gegen wieder der gleiche. Türme sind unsichtbar. Oh. Oh. Kriegt er da gerade aufs Maul? Wird er da gerade komplett fertig gemacht? Wird er von rechts. Ja, der wird von rechts gerade komplett platt gemacht. Goblin. Der hat richtig Probleme. Level 4 in der Mitte, okay. Boah, hier ist so viel Action, da will ich meinen Void Ranger eigentlich reinschicken. Der könnte dann mit Sicherheit gut EP abgrasen. Komm, ja, mache ich. Zum Verteidigen habe ich dann immer noch den Phantom Warrior. Und dann habe ich auch alle mal wenigstens ein bisschen gelevelt. Hä, habe ich seine Baracke geholt? Hab ich das gemacht? Heroes Kill, Research, Buildings Raised Zero, ne. Deine Barke wurde von Taurin anscheinend geholt. Okay, Taurin rasiert richtig. Ich sag hier 2 Magic ist jetzt Zeit. Oh, Level 14 Helden ist halt auch wirklich einfach übel. Da werde ich definitiv einen Helden benutzen. Wahrscheinlich den Void Sorcerer. Ich überhaupt das Gold noch zusammenkriege hier. Ah, wird zu knapp. Ich glaube, ich muss das Upgrade hier abbrechen. Ja, muss ich auch. Oder wobei, kann ich es noch hinauszögern? Oh, in der Backline kommt der Voidwalker. Das ist natürlich praktisch. So, jetzt gehe ich sofort wieder auf die... Ach so, seine Barke, es war gar nicht weg. Die ist wirklich manchmal teilweise einfach komplett unsichtbar. Gut, dann halt so. Oh, die Special Unit. Minute 23 und Goblin schickt die Special Unit in die Mitte. Gott sei Dank geht die nicht zu mir. Das wäre jetzt wirklich nervig gewesen. Alter. Alter, der ist zu krass. Der zieht mich einfach aus. Der Voidwalker ist aber sehr gut, der tankt da noch. Ich finde den Attackbot, ach da ist er. Bitte lass den jetzt nicht zu meine Lane in meine Lane reingehen, weil der irgendwie von meinen Units getriggert wird oder so. Das wäre blöd. Goblin schafft aber nicht, mich wieder zurück zu pushen, ne? Und ich muss hier Tier 3 gehen.
Es wird jetzt eigentlich wirklich mal Zeit. Jetzt wird mein Held... Ach, mein Held stirbt jetzt in meiner Base, weil er so krass gefokust wird. Wie nervig. Bin ich eigentlich nicht. Ja, komm, überlebe. Ich brauche den Hero Kill. Mein Held muss überleben, wenn der hier fällt. Das wäre wirklich wichtig. Ich brauche wirklich die Level jetzt. Weil meine Helden sind nicht so gut gelevelt. Das war bisher eher alles ein Schuss in den Ofen. Ach, der geht wirklich so ein bisschen in meine Richtung hier. Na komm, jetzt geht er down. Jetzt geht er down, ja. Alter, dieser AOE-Spell ist aber übel. Goblin ist Tier 3, das können wir auch. Dann gehen wir da auch Tier 3. Der hat aber wirklich Probleme hier mit uns. Aber hier in der Mitte, das kann ich momentan mit der Special Unit vergessen. Das wird nix. Ich muss selber gucken, wann ich die Zeit finde, hier Level 3 auf der Base zu gehen. Um dann eventuell irgendwann auch mal meine Special Unit loszuschicken. Aber das ist schon sehr früh. Aber in der Mitte ist halt auch immer so ein Ding. Die Special Unit levelt hier natürlich sehr geil, wird aber auch krass von allen vier Seiten getargetet. Ah gut, von allen drei Seiten, die Seite ja natürlich nicht. Aber die wird so ein bisschen auch umstellt, deswegen kann es auch mal gut sein, dass die dann auch mal relativ schnell sehr viele Leben verliert. Jetzt hatte ich hier gerade Glück mit dem Fokus. Jetzt würde ich sagen, wenn es die Umstände zulassen, da ich überall Level 3 jetzt bin, gehe ich jetzt auch auf der Base Level 3. Ah, er hat einen Helden entgegengeschickt, das ist natürlich unpraktisch. Weil jetzt wird er richtig pushen hier auf der Lane. Also wenn ich die Baracke jetzt vielleicht auch mal gekriegt hätte, wäre das ja wirklich schön gewesen. Hätte ich wirklich nichts, diesmal hätte ich wirklich nichts gegen gehabt, wenn ich die Baracke geholt hätte. Aber ist wohl ein bisschen zu viel verlangt. Der kann das relativ ohne Probleme hier abwehren. Ah, das wird ja fast schon Level 2 Spell, oder? Und ich weiß ja nicht, was das für ein Push noch wird, wenn der sich anstaut. Vielleicht auch ein Level 2 Spell wird. Wo ist die Special Unit? Ist die schon durchgelaufen? Das Timing wird leider blöd. Also ich kann höchstwahrscheinlich nicht für die beiden Wellen gleichzeitig den Level 2 Spell benutzen. Das heißt, ich muss wieder sehr viel Mana opfern. Genau das, was ich eigentlich nicht will. Hier muss ich einen Helden gegen schicken. Oder Level 4. Schaffe ich es zeitlich noch? Ja, schaffe ich, dann mache ich das auch. Ach, wie absolut ätzend. Ja, hier werde ich einen Level 2 Spell benutzen, auf jeden Fall. Und dann muss ich gucken, wie hier unten muss. Hier unten mache ich es dann mit auch noch mit einem Helden. Hier nehme ich einen Helden. Hier nehme ich jetzt den Phantom Warrior. Ich hoffe mal, ich kriege den zeitlich jetzt noch. Und Level 2 Spell. Und da unten muss ich dann mal gucken. Bisschen leckt es auch. Ein bisschen habe ich FPS-Drops hier in der Map. Na komm, gib mir das Gold jetzt. Ansonsten habe ich wirklich noch ein ganz großes Problem.
Aber ich habe halt nicht genug Gold haben, um hier einen Helden zu kriegen, weil die jetzt aufpusht. Level 1 Spell brauche ich da wirklich mindestens für. Selbst der Level 1 Spell ist nicht ready. Komm, ein bisschen länger noch durchhalten. Dann ist immerhin die nächste Wave wieder da. Ja, okay. Das wird, denke ich, mal passen. Ja, so lala. Okay, sie greifen trotzdem nach wie vor meine Barake an, obwohl jetzt 10.000 Einheiten jetzt gespawnt sind. Alter Schwede. Ja, habe ich da jetzt die Units gesendet? Warum nicht aus der Baracke? Ich dachte, ich hätte die ausgewählt. Okay. Sein Held muss jetzt down gehen. Boah, sein Held, Junge, wie tanky ist der denn? Der kriegt ja überhaupt keinen Damage. Ja, okay, ein paar von den Mitteleinheiten kommen jetzt rüber. Holy shit. Geh drauf jetzt. Wie überlebt er das so lange? Aber gut, jetzt gehe ich hier nach direkt Base Level 3. Jetzt wird mal wirklich Zeit. Die Base ist schon wieder nicht mehr zu sehen, oder? Ja, richtig. Und dann kann ich die Base auch nicht angreifen? Das ist ja unfair. Das ist irgendwie ein bisschen unfair. Aber gut, dafür greife ich jetzt das Main Castle an. Der Held wird teilweise ignoriert. Ja, das ist ja kacke. Jetzt haben die nicht mal, jetzt greifen die nicht mal weiter in das Main Castle an, sondern wechseln jetzt auf gedacht da ganz hinten. Also habe ich hier überhaupt eine Chance, wirklich was von dem zu zerstören, wenn zwischendrin die Gebäude immer verschwinden. Das ist ja fies. So, Special Unit, ich guck mir mal an, was die überhaupt kann. Tauren hat die Bottom Barracks verloren. Dark Naru. Roll Pusher, okay. Digga, was ist denn das hier? Warum habe ich denn hier Vision? Ach so, weil die von dem Spell belegt sind, oder was? Von meinem Helden. Er schickt nach, er schickt nicht ernsthaft die Special Unit immer. Ach nö. Alter, was ist denn mit den Leuten los? Jedes Mal, wenn die mich zurückpushen, entweder ein Level 20 Held oder ein Level 20 Special Unit. The fuck? Was hat Goblin denn gegen mich? Warum habe ich hier immer noch Wissen? Ich blicke hier auch in der Mitte nicht mehr wirklich durch, muss ich sagen. Aber dass die meine Pushes auch immer so easy aufhalten können. Und wenn die dann mit sowas kommen, habe ich überhaupt keine Chance. Ich werde auch gar nicht genug Geld für die Special Unit kriegen in der Zeit. Das wird nicht ausreichen. Ich muss normalen Helden gegenklicken und Level 2 Spell benutzen.
Wenn das mal überhaupt ausreicht. Auf meine Baracke gerade? Ja, ja. Der ignoriert einfach alle Einheiten, die irgendwo stehen und geht instant auf meine Baracke. Sportlich. Ganz sportlich. Diese Einheiten ignorieren den Push hier, der ganz offensichtlich da oben ist. Total. Das interessiert die überhaupt nicht. Ja, das war's. Ach du Scheiße, der kommt ja von da unten. Das war's ja sowas von. Das ist ja sowas von vorbei. Das ist ja aber auch ein bisschen krass, oder? Also was soll ich denn da machen sollen? Keine Ahnung. Wie gesagt, ich bin immer noch ein Neuling in dieser Version. Hab keine Ahnung, was ich tun soll. Vor allem nicht gegen die Special Unit. Und er geht nach unten und verteidigt da, anstatt hier oben gegen die Special Unit zu kämpfen. Finde ich ja auch geil. Ja gut, okay, das ist GG. Digga, meine Einheiten kämpfen zwar. Kann es sein, dass absolut niemand hier gegen die Special Unit kämpfen will? Ich krieg sogar so wenig Geld, dass ich nicht mal rechtzeitig schaffe, meinen Helden loszuschicken. Auch der Push hier wird von den Helden komplett ignoriert. Gib mir doch mal Gold irgendwo her, hallo. Oder krach, ja stimmt, ich kriege ja gar kein Einkommen mehr. Ich habe ja kein Hauptgebäude mehr. Woher soll ich dann noch das Gold nehmen? Komm, ich will sie aber mindestens noch mal sehen. Kara, Dark Naru. What the fuck, was ist das denn, Digga? Sieht aus wie ein Schlüssel ein bisschen. Ja, die Special Unit auf der Level 22 ist. Ich glaube, Goblin hat das nicht im Kasten. Ja, Goblin wird das gewinnen. Der hat seine Special Unit early gelevelt, vor uns allen noch. Und hat generell irgendwie vom GPM her war immer am besten. Aber es ist auch unlucky, dass ich keine Ahnung, dass ich gegen diese auch einfach nichts machen kann. Oder auch mein Level 2 Spell ist irgendwie low, oder? Der hat nie wirklich über alles getötet. Und dann sind meine Einheiten halt auch immer auf die anderen gegangen, statt auf das, was da wirklich meine Tower angegriffen hat. Aber gut, GG. Dann bedanke ich mich fürs Einschalten. Wir gucken nochmal ganz kurz hier lang. Okay, der hat schon fast keine Base mehr. Er hat noch alles. Und Goblin versteckt wahrscheinlich wieder hier seine Türme. Genau, der hat auch noch alles. Aber wir haben die Base ordentlich low gemacht. Immerhin. Gut, dann bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein und ciao.